Schon am Samstag hatten sich die Oelzhäuser-Narren mit ordentlich Lala und mächtig viel Bumm warm gefeiert für einen der Karnevalshöhepunkte der Region. Den kunterbunten Festumzug, der am Sonntag wieder tausende Besucher in den kleinen Zierenberger Stadtteil lockte. Und auch da sprachen irgendwie alle die gleiche Sprache. Lala! Oh, Lala! Oh, Lala! Oh! Fußgruppen und Wagen hatten sich fein rausgeputzt, um die Oelzhäuser Straßen unsicher zu machen. Die Regentropfen fielen zwischen all den umherfliegenden Kamellen fast gar nicht auf. Und wenn doch, egal, die kunterbunten Kostüme strahlten sie einfach mal weg. Dass sie in Sachen Kostümen ordentlich Konkurrenz bekommen würden, wussten die seit 4 Jahrzehnten verkleidungserprobten Kümmerlingfrauen auch ohne Blick in ihre Kristallkugel. Als fesche Zigeunerinnen gab es für sie aber auch keinen Grund zur Sorge. Und so strahlten sie mit all den anderen Kreativköpfen um die Wette. Ob es die Sesamstraßenfreunde des bunten Haufens waren, die Hüttspechte als Spinatliebhaber Popeye oder die Gruppe Abschluss mit ihrem neonfarbenen 80er-Jahre-Fitnessstudio. All das machte auch das neue Prinzenpaar Carina und Thorsten glücklich, die am Ende nur noch eines zu sagen hatten.